Moin Leute, die Pfeiler hier und endlich mal wieder willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es einen kleinen die Pfeiler Talk, habe ich einfach Bock drauf, das auch mal öfter zu machen in Zukunft. Und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen updaten, was bei mir eigentlich gerade so abgeht, warum gerade nicht so viele Videos kommen, warum nicht so viele Streams auf Twitch kommen. Meine Meinung zu den ganzen WoW und Blizzard Dramen gerade, zu den Anschuldigungen, meine Meinungen zu der Ingame-Entwicklung in WoW, das Gameplay, ja, also in Burning Crusade Classic, wie es mir da gerade gefällt. Und der dritte Punkt, wie ich so meine zukünftigen Pläne hier auf YouTube für die folgenden Monate sehe. Ja, diese drei Themen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt gerne dran. Wir versuchen die alle locker flockig hier ausführlich, aber zügig abzufrühstücken, ja. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle, ich werde in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem, wie es so möglich sein wird, sehr viel traveln, Leute, und immer euch up-to-date halten, wenn es neue Infos gibt, wann ein neues Video kommt, wann ich einen Real-Life-Stream vielleicht mal machen werde, habe ich auch richtig Bock drauf. Ich möchte einfach so ein bisschen, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber schon mal hier geteasert an der Stelle. Ich möchte so ein bisschen Gaming und WoW und Livestreaming mit Traveln verbinden, ja. Das ist so mein Plan eigentlich. Das heißt, ich werde mit dem Multivan unterwegs sein in den nächsten Wochen und Monaten und aber immer noch quasi versuchen, Gaming quasi in meine Videos, in meinen Content zu integrieren. Von daher, wenn ihr Bock habt, Leute, folgt mir sehr, sehr gerne mal auf Instagram, ja. Wenn ihr so ein Ding habt, wenn ihr so ein Handy hier, so ein Smartphone habt, dann checkt gerne mal meinen Kanal ab. Den linke ich jetzt direkt hier mal rein. @diepfeilerx auf Instagram, wo ich jeden Tag Stories hochlade, meine Meinung sage zu Blizzard-Geschichten, zu WoW und so weiter. Von daher, das würde mir tatsächlich sehr helfen, weil ich auf Instagram sehr viel machen möchte und sehr viel mache. Und es einfach cool ist, wenn einem da, wenn man da auch viel Feedback kommt und man eben auch viel über die Sachen dort reden kann und nicht nur immer auf YouTube, weil YouTube und Twitch ist halt schwierig, wenn man travelt. Das ist so ein bisschen schwieriger, da mit euch in Kontakt zu treten. Von daher würde mich das freuen, wenn ihr das mal abchecken würdet, ja. Gut, jetzt fangen wir aber direkt an und ich würde sagen, wir fangen mal so chronologisch an. Was ist so meine Meinung zu WoW gerade, zu Burning Crusade? Ihr seht gerade, ich bin hier gerade in-game auf Gehenna's, ja. Und WoW ist nicht tot. Ja, das ist schon mal die Message an der Stelle an alle da draußen. WoW ist nicht tot. Und geht bitte auch nicht in irgendwelche Kanäle von irgendwelchen Streamern und sagt ihnen, sie sollen aufhören, mit WoW zu spielen. Und beleidigt die oder wie auch immer, Leute. Lasst die bitte alle ihr Ding machen. Und chillt erstmal, ja. Burning Crusade ist nicht tot. Retail ist auch nicht tot. Ja, es gibt Probleme. WoW hat auf jeden Fall Probleme aktuell, da werden wir gleich drauf eingehen. Aber WoW ist nicht tot. Und ich möchte an der Stelle auch ein bisschen zu mehr Gelassenheit und Ruhe aufrufen. Es gibt sehr viele Mitarbeiter bei Blizzard, die haben nichts damit zu tun, die haben nichts gemacht irgendwie. Die leben ihren Dream, dass die bei Blizzard arbeiten dürfen. Das ist ihre absolute Leidenschaft. Ich habe auch, durfte auch schon eine Blizzard-Mitarbeiterin kennenlernen. Das ist ihre absolute Leidenschaft und ihr Traum gewesen, ihr Lebenstraum, dort zu arbeiten. Deswegen bitte kehrt nicht alle über einen Schamm. Kehrt nicht alle über einen Schamm? Kamm. Schert nicht alle über einen Kamm. Das lasse ich drin. Das ist uncut. Das ist real. Ja. Schert nicht alle über einen Kamm. Jetzt wirklich, Leute, wichtig. Ja. Es gibt viele Leute, denen ist es wirklich ihr Leben dort. Und ja, es gibt einige Leute, die haben Scheiße gebaut bei Blizzard, augenscheinlich. Aber chillt, die Ermittlungen wird das alles schon klären. Wir fangen aber trotzdem nochmal an. Meine aktuelle Sichtweise auf WoW. Burning Crusade macht mir noch Bock. Ich habe noch sehr viel Bock auf Arena. Aber irgendwie ist diese Magie von Classic nicht mehr da. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie so dieses Feeling, so neuen Char hochleveln irgendwie. Ihr seht es auch hier in der Open World irgendwie, ist das Flugmount macht auch viel kaputt irgendwie, es gibt kaum noch World PvP. Ja, die Leute, die immer gesagt haben, Classic ist der geilste Shit irgendwie, Burning Crusade ist schon wieder ein Schritt in die falsche Richtung. Ihr hattet ein Stück weit recht irgendwie, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch, endlich Arena machen zu können. Also ich werde nicht mit WoW quitten, ich werde weiter Arena machen, es wird weiter Arena-Streams geben auf Twitch.
sofern ich das machen kann mit dem Traveln. Und es wird weiter auch ab und zu hier mal ein Arena-YouTube-Video geben. Also für die Arena-Spieler, ihr seht es hier gerade auch, ja, die sind da, die haben da sehr viel Bock drauf. Ist Burning Crusade, glaube ich, wirklich ein Segen. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute und viele Streamer auch momentan keinen Bock mehr auf Burning Crusade haben, weil sie einfach nicht wirklich was zu tun haben. Also diese Journey, diese riesige, gigantische Reise, die Classic einfach bieten konnte, kann uns Burning Crusade einfach nicht bieten. Was aber auch okay ist, ja, ich werde Burning Crusade noch durchspielen, Arena machen, ich werde WOTK wahrscheinlich auch noch Arena machen. Ich habe auch mit PvE gequittet, unsere Gilde gibt es auch nicht mehr. Da gab es verschiedene Gründe wieder. Patrick Ali Seite hat auch gerade ein bisschen Probleme, ein bisschen am Sterben. Ich denke, viele von den kleineren Servern, was ich gehört habe, haben auch gerade Probleme. Gerade die Alis haben ein bisschen Probleme, weil viele Leute auch wegen dem Change, dass die Warteschlange für die Horde kürzer wird wahrscheinlich demnächst, viele zur Horde gerade rüberwechseln. Das heißt, viele Server werden auch Probleme bekommen. Ja, das heißt, es gibt Probleme in Burning Crusade, es gibt Probleme im Spiel, ja, auch in den Classic-Servern. Aber alles halb so wild, ich werde mich auf PvP und auf Arena konzentrieren und da habe ich weiterhin Bock drauf. Trotzdem glaube ich, dass viele, viele Leute gerade einfach so ein bisschen keinen Bock mehr auf Burning Crusade haben, weil sie einfach vielleicht auch zu hart reingesuchtet haben. Dazu kommt Sommerloch gerade. Ja, Burning Crusade wurde nicht zum cleversten Zeitpunkt released. Auf jeden Fall, viele Leute sind im Urlaub, genießen lieber das schöne Wetter und. Und dann halt noch das Phasenproblem. Phase 1 hat relativ wenig Content. Viele Leute warten auf T5-Content und so weiter. Und ich denke, dann wird es auch im Winter ein bisschen wieder nach oben gehen. Retail kann ich nicht beurteilen, aber habe ich, wie gesagt, seit Jahren nicht mehr gespielt. Aber ich glaube auch, was ich so gehört habe, Retail-WoW ist auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei für viele Leute aktuell. Deswegen, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Meta-Ebene, sage ich mal. Sehe ich auch Probleme auf WoW zu kommen im generellen MMO-Bereich, gerade was neue Games wie Final Fantasy, also Final Fantasy gibt es schon länger, aber es erlebt einen unglaublichen Hype momentan. Viele größere Streamer, gerade Esmengold, der jahrelang das Aushängeschild für WoW war, streamt Final Fantasy. Das ist ein unglaublicher Schlag für diese Firma, die sich, glaube ich, dessen selber gar nicht so wirklich bewusst war, was für einen unglaublichen Einfluss eigentlich so eine gigantischen Streamer eigentlich auf ihr Game haben. Eigentlich schon ein bisschen beängstigend tatsächlich. S-Fund und so weiter, ja, die gehen alle gerade in Final Fantasy rein. New World ist on the horizon. In einem Monat wird New World quasi seine Pforten öffnen. Das wird auch klar, das Game ist nicht perfekt, hat viele Probleme, aber New World wird auch, garantiere ich euch, ein Problem für WoW werden. Da werden sehr viele Leute anfangen, sehr viele Streamer, Metashi, viele andere Deutsche auch, werden in New World reinballern und haben da Bock drauf. Und ich verstehe es auch. Weil man endlich mal wieder was komplett Neues hat irgendwie. Wo man nicht genau weiß, was abgeht irgendwie. Und wir Menschen wollen einfach auch irgendwie so diese Herausforderung, diese Challenge irgendwie. Deswegen hatten ja auch viele Probleme mit den Legacy-Servern irgendwie. Weil einfach für viele der Raid-Content viel zu einfach war und man einfach alles irgendwie irgendwo schon mal gesehen hat. So, deswegen, ich glaube, overall, ja, im MMO-Bereich werden Probleme auf WoW zukommen. WoW wird nicht mehr der Platzhirsch sein in den kommenden Jahren und das ist auch vollkommen okay. Wir brauchen einfach mal mehr Konkurrenz in dem Bereich. Das ist eine gute Entwicklung. Jetzt kommen wir noch auf den nächsten Punkt. Auf die Anschuldigungen, die ich eben schon ein bisschen angesprochen habe, natürlich werden die nicht spurlos an Blizzard und an WoW vorbeigehen. Viele Leute quitten deswegen auch. Das ist eure eigene Meinung, euer gutes Recht, wenn ihr deswegen quitten wollt. Wie gesagt, ich rufe trotzdem ein bisschen zu mehr Gelassenheit auf und einfach ein bisschen chillen. Aber es gibt Leute da, die haben Scheiße gebaut und die werden schon noch ihr Fett wegbekommen. Da bin ich mir sicher und das wird natürlich so in dieser Kombi, dass man gerade auch viele Probleme hat, Final Fantasy, New World und so weiter, Retail läuft nicht mehr so wirklich, Burning Crusade hat auch seine Probleme, so viele wollen Classic Fresh wieder und so weiter. Ja, sind keine rosigen Zeiten für WoW, ich denke, da sind wir uns alle einig. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema von dem heutigen Video, warum bei mir gerade weniger Content kommt, warum weniger Videos kommen, warum weniger
Streams auf Twitch kommen. Das hat nicht primär so mit dieser Overall Entwicklung jetzt in WoW Ingame oder auch im MMO-Bereich zu tun. Auch ohne die Anschuldigungen oder auch ja, ohne diese ganzen, das Sommerloch gerade ist, dass die Leute einfach auch andere Dinge machen und so weiter, ändern sich einfach auch privat bei mir einige Dinge gerade. Also unabhängig von den ganzen Geschichten hätte ich sowieso nicht so viel Zeit gehabt für YouTube-Videos und für Twitch. Ja, ich möchte einfach in den kommenden Monaten traveln mit meinem Multivan und das vereinbart sich, wie gesagt, einfach nicht gut mit dreimal die Woche regulär live gehen, YouTube-Content machen, Raiden gehen, Gilde und so weiter. Deswegen werde ich mich auf die Arena beschränken und ich werde versuchen, in den kommenden Wochen und Monaten auf diesem Kanal hier Traveln mit Gaming zu verbinden. Ja? In welcher Form mir das gelingen wird, werden wir schauen. Ja? Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr Bock drauf habt, dass der Kanal ein bisschen persönlicher wird, dass auch mal IRL-Streams kommen, wo man sich aber auch über Games unterhalten kann, wo man sich über die aktuelle Entwicklung vom MMO-Bereich unterhalten kann. Ich werde auch mehr Podcast-Videos machen, wo ich mich, weil die kann ich halt eben auch on the road, sag ich mal, aufnehmen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt sehr, sehr gerne hier auf dem Kanal am Start. Und wenn nicht, dann zieht auch gerne weiter. Der Kanal hier wird persönlicher werden, er wird ein bisschen Travel-Content wird vielleicht reinkommen. Es wird jetzt kein komplett neuer Content kommen, aber wie gesagt, ich werde versuchen, Gaming mit Travel zu verbinden. Wie das genau werden wird, müssen wir mal schauen. Ja, deswegen auch nochmal der Hinweis, folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, Leute. Die PfeilerX auf Instagram. Da wird es jeden Tag dämliche und bescheuerte Stories von mir geben. Und da werde ich jeden Tag auch meine Meinung zu den ganzen Sachen sagen. Das ist halt immer mit dem Handy viel, viel einfacher, als wenn man dann extra hier so ein YouTube-Video aufnimmt und hochlädt und so weiter. Deswegen kam tatsächlich ja in den letzten Wochen nicht so viel Content, weil schon dieser Prozess bei mir angefangen hat, zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt hier in den nächsten Monaten meine Kanäle irgendwie mit meinen Aktivitäten, meinen Travel-Aktivitäten verbinden, ja. Zudem, wir mussten unglaublich viele Sachen mit dem Auto, musste repariert werden, wir mussten Sachen mit dem Unternehmen klären und so weiter. Und deswegen war auch einfach, ich war ein bisschen angeschlagen von der Impfung und so, deswegen war es alles auch einfach nicht so einfach, ja. So, deswegen sehr, sehr viele Infos, so schnell wie möglich für euch hier zusammengefasst im heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Info geben, ja, was so meine Meinung zum Game an sich ist so, zu der Entwicklung im MMO-Bereich generell und wie es hier weitergehen soll. Das waren die drei Punkte, die ich heute ja, hier mit euch besprechen wollte. Deswegen stellt euch darauf ein, dass in Zukunft hier öfter mal solche Talk-Videos wie heute kommen, weil ich einfach wahrscheinlich meinen Gaming-Rechner nicht mitnehmen kann, nicht mitnehmen möchte, wenn ich travel und deswegen wird in-game halt nicht so viel gehen. Vielleicht wird er aber auch mal mitgenommen auf die eine oder andere Tour. Schauen wir mal, ja. Steht alles noch in den Sternen. So, wenn ihr Fragen habt, Leute, wenn ihr Vorschläge habt, was man vielleicht machen könnte, contentmäßig, ja, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, wie man Travel und Gaming miteinander verbinden könnte, auf clevere Art und Weise, schreibt mir alles gerne in die Kommentare unten rein. Ihr wisst Bescheid, ich beantworte jeden einzelnen Kommentar. Ich lese mir wirklich jeden Kommentar immer durch, unter jedem meiner Videos. Und ja, ich bin unglaublich gespannt, wie es hier weitergehen wird. Es wird weitergehen, es wird nicht so ein Kanal werden, der einfach hier ausstirbt und wo nichts mehr kommen wird. Das Leben geht weiter, man verändert sich und deswegen verändern sich auch die Kanäle. Und das ist auch, finde ich, vollkommen in Ordnung, wenn man das auch mit den Leuten bespricht, die einem folgen. Und ihnen auch sagt, ey, ihr habt keinen Bock mehr da drauf, dann deabonniert und geht gerne weiter. Das ist gar kein Problem. Ne? Aber wenn ihr quasi Bock drauf habt, dass es in diese Richtung geht, dann bleibt auch gerne hier. Ja? Gut. Weitere Infos folgen in den nächsten Wochen. Ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Monate und freue mich einfach auch, dass ich dann vielleicht auch meine persönliche Leidenschaft auch für Videos auf YouTube wieder entdecke, wenn sich auch so ein bisschen mein Content hier ändert. Und Stichpunkt Leidenschaft habe ich fast vergessen. Leute, die bis hierhin gehört haben, mal Hashtag Mad Season in die Kommentare, Leute. Einfach als Tribut an diese absolute YouTube-Legende. Hat aufgehört, WoW-Content zu machen auf YouTube. Ich bin sehr gespannt, was sein Content sein wird.
Aber er hat einfach keine Leidenschaft mehr gesehen, WoW-Content zu machen. Und dann macht es auch keinen Sinn mehr, Leute. Wenn die Leidenschaft nicht mehr da ist, dann kann man das auch nicht mehr machen hier. Und deswegen gibt es auch quasi gerade von mir keinen Content, weil ich auch diese Leidenschaft für das Gameplay aktuell nicht mehr wirklich habe. Und deswegen sehr, sehr schade. Ja, Shoutout an Mad Season. War immer eine sehr große Inspiration für mich. Und ich hoffe, dass er auch seinen Weg finden wird. Und bin gespannt, was er quasi für eine Verwandlung durchmachen wird und was wir quasi von ihm für einen Content sehen werden. Auf jeden Fall sein Video mal abchecken. Werde ich auch unten in der Beschreibung und in den Kommentaren verlinken, ja. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video und danke für jeden, der immer noch hier ist. Euer Defiler. Ciao, ciao.